Endspiel mit Knalleffekt. Meppener Fans zündeten ein Feuerwerk und hofften auf einen Heimsieg gegen den Halleschen FC. Aber Florian Schnorrenberg und seine Mannschaft fünfmal in Folge unbesiegt. Die Gäste begannen daher mit viel Selbstvertrauen. Siehe hier, Beuth holt den Ball und verpasst dann das saubere Zuspiel auf Eberwein und nur deshalb nicht die frühe Führung für den Halleschen FC. Danach legte dann der SV Meppen zu, immer noch früh im Spiel. Tom Bure sieht, dass Amin da hinten blank steht und rums. Der linke Außenverteidiger macht das 1:0 für den SV Meppen in der 10. Minute. Gute Übersicht vom Niederländer und der Deutsch-Afghane mit starkem Linksschuss. Der linke Außenverteidiger weit aufgerückt und torgefährlich. Und die Meppener steigerten sich rein in eine richtig gute erste Hälfte. Und sie hatten viele Gelegenheiten. Hier eine in der 23. Minute. Bure startet nicht im Abseits. Sein 7. Spiel für Meppen, aber weiter kein Tor für ihn. Meppen hatte weitere Chancen. Es hätte längst 2 oder 3-0 stehen müssen. Und dann das. 43. Minute. Die Szene des Spiels. Amin, Beuth schreit. Al-Hassaime deutet an, lasst uns doch aufhören. Dann spielt er aber doch weiter. Die Gäste spielen es ins Ziel. Da ist Eberwein, der macht das Tor und das Tor zählt in der 43. Minute. Es steht 1:1. Nochmal, Amin, kein Foul. Aber der Beuth schreit und Al-Hassaime denkt es sich unglaublich sportlich, will das Spiel unterbrechen, spielt aber dann doch weiter über Manu und Eberwein. Dann der Treffer. Al-Hassaime reagiert sportlich, aber naiv. Er muss hier den Ball einfach wegschlagen, dann ist das Thema durch. Aber so spielen sie weiter. Sogar Beuth spielt weiter, weil er wieder mitmischen kann. Und dann das reguläre Tor. So bitter die verdiente Führung war weg. Der Schiri konnte nichts dafür. Pausenstand 1:1. Wie kriegst du das jetzt aus den Köpfen für die zweite Hälfte? Aber die Meppener erholten sich. Da ist Bure, Bure, Klatsch, Pfosten, wieder kein Tor für den Niederländer. Hier war er angeschlagen, aber konnte weiterspielen. Dann wieder die Meppener, nur eine Minute später. Und jetzt kommt der Ball von Jeskaczewski per Zufall zu Bure. Und da ist der Bure und da trifft der Bure zum 2:1 für den SV Meppen in der 71. Minute. Der Bann war gebrochen. Sein erstes Tor im 7. Spiel für seinen neuen Club. Er kam ja im Winter von Türkgücü. Und mal ganz nebenbei die hochverdiente Führung für den SV Meppen. Jetzt die letzten Sekunden. Halle warf nochmal alles nach vorne und da war der Beuth. Beuth gegen Domaschke, Menig gegen Domaschke und sie retteten den Dreier über die Linie zum Sieg. Und das ist die Party dazu. 2:1 gewinnt der SV Meppen. Es war übrigens der erste Sieg für die Meppener im 10. Pflichtspiel gegen Halle. Gesprächsthema nach dem Spiel Nummer 1, natürlich die Szene vor dem 1:1 und die dazugehörigen Emotionen. Ich muss den ersten wegkommen, das ist klar, aber das ist jetzt abgehakt, Fluss ist rausgekommen. Aber und wenn ich das sagen darf, ich finde das sehr sympathisch, man sieht ja, sie sind richtig angefasst, fast sogar, dass man sagt, sie haben vielleicht ein bisschen Pippi in den Augen. Ist das auch dieser emotionale Druck, der jetzt gerade im Moment nach dem Sieg von Ihnen abfällt? Natürlich, auf jeden Fall. Wir haben super erste Halbzeit gespielt, ich glaube, die hatten nicht eine richtige Torchance, in so einer scheiß Aktion, wenn ich das sagen darf. Bringen wir den Gegner zurück, aber alles gut. Aber generell muss man sagen, es geht jetzt 2:1 aus, aber es ist ein sehr verdienter Sieg, weil wir keine gute Leistung heute gezeigt haben und darüber müssen wir uns ärgern. Bin auch enttäuscht, weil wir einfach viele Spieler hatten, die heute nicht an ihrem Limit waren. Es war ein emotionaler, verdienter Erfolg für den SV Meppen. Heim macht Meppen, der dritte Heimsieg für die Meppener im Jahr 2021. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.